Herzlich willkommen von mir zu unserem heutigen Webinar. Und zwar sprechen wir über das Thema Rechnungsmanagement in Agenturen. Und ich habe heute einen Gast, nämlich Christian von Get My Invoices. Und da bin ich sehr, sehr glücklich drüber. Christian, du sagst vielleicht gleich auch noch ein paar Worte zu dir zum Start. Ja, und wir beide werden euch zeigen, zum einen, wie ihr mit dem Rechnungsmanagement in Agenturen klarkommt. Zum anderen aber auch zeigen, wie euch Get My Invoices und HQ Labs und Hello HQ zusammen den Prozess vereinfachen und euer Leben sehr viel besser machen. Insofern, Christian, vielleicht sagst du ein paar Worte zu dir. Sehr gerne. Erstmal vielen Dank an David, dass ich Gast sein darf. Ich bin, Name Christian Knipp, Knipp ganz neu, jetzt seit drei Wochen, glaube ich, mittlerweile verheiratet. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Ist sehr ungewohnt, den Nachnamen. Ich habe den Nachnamen meiner Frau angenommen und bin noch mich daran am Gewöhnen, dass ich, oder ich schiebe es vor mir her, was ich alles ändern muss. Das kommt dann peu à peu. Aber da sprechen wir heute nicht drüber, sondern wir gucken uns das unglaublich spannende Thema Rechnung an. Ich glaube auch, Jan David, das haben wir schon im Vorfeld gesagt, wir werden Rechnung nicht spannend machen, sondern es ist etwas, was erledigt werden muss. Jeder von den Teilnehmer und Teilnehmerinnen kennt die Buchhaltung. Wir zeigen heute, wie man da, glaube ich, viel Automatisierung reinbringen kann, um Zeit zu sparen. Get My Invoices ist ein Produkt von Fino. Wir sind mit Fino eine, kann man schon mittlerweile sagen, Softwaregruppe mit Hauptsitz in Kassel. Bin seit 3,5 Jahren da, habe jetzt die Schnittstelle zu euch, zu Hello HQ von Anfang an mit begleitet und freue mich heute, das, was dort entstanden ist, zu zeigen, um auch den gemeinsamen Kunden, Nutzern zu zeigen, wie das Ganze schnell eingerichtet wird, ohne technisches Schnickschnack, um dann entsprechend Zeit zu sparen. Ich freue mich drauf, ist auch sehr cool, dass du da bist. Und vielleicht für alle, ihr kennt unseren Prozess. Wir werden jetzt erstmal euch zeigen, wie das Ganze funktioniert, ein bisschen was sagen. Und am Ende habt ihr natürlich die Chance, im Q&A alle Fragen rauszuhauen, die ihr wollt. Solltet ihr auf dem Zwischenweg schon Fragen haben, wie immer, möglichst zu dem Part, bei dem wir gerade sind. Alles andere machen wir am Ende. Wie gesagt, wir nehmen uns da Zeit, um mit euch zu sprechen. Haut das am besten einfach in die Q&A oder Fragen und Antworten rein hier in Zoom. Dann sehen wir das und können die abarbeiten. Ihr habt natürlich auch den Chat, aber Q&A wäre richtig super, wenn ihr es da reinmacht. Und natürlich sind eure Fragen herzlich willkommen und wir haben auch richtig Lust, die zu beantworten heute Morgen. Genau. Lasst uns doch einfach mal reinspringen in das Thema Rechnungsmanagement und was wir heute vorhaben. Grundsätzlich, viele kennen das hoffentlich, die Hello HQ schon benutzen und auch GetMoney irgendwas schon benutzen, nicht mehr so sehr dieses Zettelchaos-Rechnung. Wie Christian eben schon sagte, richtig Spaß und geil findet Rechnung keiner, außer hinterher die Umsätze anzugucken. Das macht, glaube ich, schon mehr Spaß. Bei den Eingangsrechnungen allerdings weniger. Aber es geht natürlich darum, diesen Prozess so einfach und effizient wie möglich zu gestalten, weil eigentlich will jeder mit der kreativen Arbeit, mit den Leistungen, die man für die Kunden macht, sich beschäftigen den Tag, so viel es geht. Und dieser Rechnungsprozess muss eigentlich so schlank und easy wie irgendwie möglich am Rand funktionieren. Der muss natürlich auch effizient sein und einfach da sein. Und da wollen wir heute gucken, dass wir euch möglichst helfen, das so einfach und cool wie möglich zu machen mit der Kombination. Dazu sprechen wir mit euch über vier Themen. Wir gucken einmal ganz kurz auf das Thema Hello HQ. Also was ist überhaupt Hello HQ für die es vielleicht noch nicht kennen? Dann, was ist eigentlich Get My Invoices? Für die das wiederum nicht kennen. Und natürlich, das halten wir kurz, dann gehen wir natürlich mit euch in die Praxis, weil wir euch zeigen wollen, wie funktioniert zum einen die Schnittstelle zwischen den beiden Tools, um einfach eure Rechnung noch einfacher zu managen. Und natürlich eure Fragen. Insofern, da ich noch keine Fragen sehe, springe ich einfach mal kurz rein. In Part 1 die Agentur in einem Tool. Und das sind jetzt wir, Hello HQ. Und was heißt das eigentlich für die uns noch nicht kennen? Im Grunde heißt das, fast alle Prozesse in einem Tool zu bringen. Und das geht wirklich los beim Thema CRM und Leads. Das heißt, den Vertriebsprozess zu managen vom ersten Kontakt über diese komplette Angebotsphase, die ich mit einem Kunden habe, die abzubilden, die Kommunikation im Tool zusammen zu haben.
Genau, wie gesagt, dann auch Angebote zu schreiben und das Ganze dann aber auch sauber verknüpfen zu meinem Projekt, sodass ich gleich alle Informationen, die ich gesammelt habe in diesen ersten Phasen, das können ja Tage, Wochen sein, die ich mit einem potenziellen Kunden, mit einem Lead gesprochen habe, dass die nicht verloren gehen oder ja, in unterschiedlichen Tools stecken, sondern dass ich alles an einem Ort, an einer Stelle habe und sich entsprechend durchzieht, sodass ich das dann auch sauber, wenn ich den Auftrag bekommen habe, mit in mein Projekt übernehmen kann. In dem Projekt kann ich dann natürlich sofort auf Angebotsbasis meine Ressourcen planen. Ich kann meine Zeiten erfassen und einfach mit diesem Projekt arbeiten. Taskmanagement, Zeiterfassung und so weiter. Das Ganze wird natürlich nur spannend, wenn wir jetzt kommen wir zum heutigen Thema und wo auch mein Gast nachher natürlich super spannend wird, wenn wir in das Thema Abrechnung kommen. Und Abrechnung ist ja twofold. Das ist einmal die Rechnung, die ich rausschicke an meine Kunden. Das ist natürlich super praktisch, wenn ich meine Zeiten und so weiter alle schon im System habe. Aber auch die Rechnung, die ich halt reinbekomme, meine Eingangsrechnung, die ich auch möglichst einfach natürlich ins System kriegen muss. Und wie ich weiß, von vielen ein sehr großer Painpoint, den es zu lösen geht. Und Christian grinst auch schon. völlig richtig, weil wir da natürlich auch eine Lösung mitgebracht haben. Und ich will es am Ende natürlich auch kontrollen. Das Schöne ist bei so einem Tool, wenn man jetzt nicht diesen Gesamtprozess macht, man kann sich natürlich auch eine kleine Prozesskette immer nur davon angucken. Man muss nicht alles machen, sondern kann auch einfach gewisse Module nutzen, die für einen relevant sind an der Stelle. Genau. Natürlich haben wir, kleiner Hinweis zu all diesen Modulen, findet ihr auf unserem YouTube-Channel. Einfach nach HQ Labs suchen, findet ihr natürlich auch weitere Webinare, die jeden einzelnen dieser Punkte im Detail erklären. Deswegen will ich da heute gar nicht so sehr darauf eingehen, sondern einfach nochmal kurz besprechen, warum überhaupt Agentursoftware. Das ist wirklich das Cockpit eurer Agentur. Da habt ihr alle eure Projekte, die laufen, immer auf einen Blick. Dem Status der Projekte, der Aufgaben, der Zeiterfassung eurer Kolleginnen und Kollegen, sei es Abwesenheitsmanagement, Anwesenheiten. Super, super wichtig, das alles an einem Ort zusammen zu haben, auf einen schnellen Blick in den Auswertungen auch. Und was wir rausgefunden haben, als wir unsere Kunden befragt haben, User sparen durchschnittlich 4,4 Stunden pro Woche, das ist über ein halber Arbeitstag. Das lohnt sich auf jeden Fall schon mal. So viel erstmal zum HQ. Wir gucken nachher auch nochmal direkt rein. Im Praxisbeispiel. Aber ich möchte jetzt erstmal übergeben an unseren Gast und der mit euch über automatisiertes Rechnungsmanagement sprechen wird. Vielen Dank dann, David. Ich hoffe, man versteht mich gut. Ich bin hier gerade unseren Webinarraum, unseren neuen, den die Kollegen eingerichtet haben, am Austesten mit Mikrofon und allem. Automatisiertes Rechnungsmanagement. Ich werde es genauso wie du, und so haben wir es vorher abgesprochen, kurz und knackig halten. Das bedeutet, wir wollen natürlich einen kurzen Überblick geben, was kann die jeweilige Software, was machen wir mit GetMyInvoices. Ganz einfach, unsere Mission ist, wir wollen das Rechnungsmanagement bei Unternehmen automatisieren. Und das machen wir gemeinsam mit Partnern. Mit GetMyInvoices, ja, wir lösen ein ganz kleines Problem, sage ich mal, in der Buchhaltung, was aber jeder hat, was jeden nervt. Und wenn wir auf die nächste Folie einmal gucken, dann vielleicht findet sich die ein oder der andere wieder. Es werden Rechnungen gesucht. Es ist, wir haben selbst schon mal mit verschiedenen Slogans auch im Marketing gearbeitet, wie wir, unsere Mission ist es nicht, das Rechnungswesen oder das Rechnungsmanagement sexy zu machen, weil das können wir nicht. Am Ende ist, sage ich mal, es geht insbesondere um Eingangsrechnungen. Ist es etwas, was getan werden muss? Es muss irgendwie an den Steuerberater, an die Buchhaltung, muss eine Rechnung übergeben werden, weil irgendwo muss dann etwas gebucht werden, damit ich am Ende natürlich, damit ihr alle gemeinsam die Steuer zahlen dürft oder dann schaut, wie die Bilanz oder der Forecast aussieht. Und in diesem Rahmen, ich glaube, jeder kennt es, bei uns war es, wir haben uns mit GetMyInvoices, haben wir bei Fino im Rahmen eines Mergers dazu bekommen. Und bevor wir GetMyInvoice sozusagen bei Fino mit ins Unternehmen geholt haben, dann auch selbst genutzt haben, war bei uns immer, wenn der Jahresabschluss fällig war, das war so Januar, Februar, lief unsere Buchhaltungsabteilung durch die Firma und hat uns allen, auch mir, auf die Hände geklopft und gesagt, wo ist die Rechnung, wo ist diese Rechnung und teilweise auch monatsweise. Genau diesem Suchen widmen wir uns. Wie machen wir das? Mit GetMyInvoices haben wir einen Helfer gebaut, mit dem Unternehmen nie wieder Rechnung suchen müssen. Jetzt steht hier schon Adobe. Jan-David, danke dir.
Wir haben im Prinzip, ich möchte es auf drei wesentliche Quellen beschränken und die gucken wir uns auch gleich an. Das, wofür wir im Markt am bekanntesten sind und auch stark wahrgenommen wurden, sind natürlich die ganzen Online-Portale oder Kundenportale. Ihr kennt es alle, die Adobe-Rechnung, die gucken wir uns gleich an. Alles, was bei Amazon reinkommt, Telekommunikationsabrechnung wie von der Telekom. Wir haben mittlerweile ein Portfolio, ich glaube, von 15.000 bis 16.000 Kundenportalen. Die verknüpfe ich einmalig mit der Software. Ab diesem Zeitpunkt ruft die Software automatisch die Rechnung aus dem Portal ab, muss nichts mehr machen. Ich kann natürlich genauso bekomme ich eine Rechnung per E-Mail geschickt. Ich kann entsprechend auch meine E-Mail-Postfächer oder nur spezifische Ordner verknüpfen. Und letzte wesentliche Quelle ist eine Scan-App. Das bedeutet, wenn ich irgendwie unterwegs bin, mit Geschäftsfreunden etwas essen war und das gleich ganz digitalisieren möchte, kann ich unsere Scan-App nutzen. Was bedeutet das alles? Ich habe hier die drei wesentlichsten Quellen, wir haben noch viele weitere, aber das sind die drei wesentlichen und alle werden automatisch von GetMyInvoices, also von unserer Software, angezapft und ich habe alle Rechnungen zentral an einem Ort in meinen Rechnungshub. Von dort, und das sieht man auf der nächsten Folie. Ganz kurz, auch ne, für alle Hello HQ-Kunden schon, gerade der ganz dritte, die Scan-App, da werden wir immer wieder nachgefragt. Das ist natürlich eine super Lösung für euch hier auch, ne, über GetMyInvoice dann das zum HQ zu kriegen. Sorry. Und es ist super einfach. Ich glaube, das Stichwort ist, das heißt ersetzen des Scannen. Das bedeutet, den Beleg, den ich jetzt mal eben schnell nach dem Essen digitalisiere, den muss ich dann auch nicht aufheben. Den muss ich, glaube, jeder oder jede kennt das von sich von früher oder vielleicht auch bei vielen heute noch, dass ein Portemonnaie platzt mit irgendwelchen Belegen drin. Bei meiner Frau ist es tatsächlich auch noch so. Die hat auch immer die ganzen Belege irgendwo im Portemonnaie. Braucht man nicht. Also die buchhalterische Anforderung ist mit der Digitalisierung dann getan und ich kann den Originalbeleg tatsächlich wegwerfen. Also im ersten Schritt ganz einfach, Schritt 1, wir sammeln. Und dann habe ich in meiner Rechnungscloud, in GetMyInvoices, kann ich mein gesamtes Rechnungsmanagement machen. Ich habe dort meine Freigabenprozesse, ich kann Rechnung bezahlen, all diese spaßigen Tätigkeiten, die halt mit Rechnung gemacht werden müssen. Was passiert aber mit den Rechnungen, wenn sie bearbeitet sind oder wenn sie vielleicht wie jetzt die Adobe-Rechnung, die ja schon bezahlt ist in der Regel, nicht mehr bearbeitet werden muss? Die werden direkt dorthin weitergegeben, wo am Ende die Buchhaltung oder dann die Verbuchung auf verschiedenen Projekten wie im Falle einer Agentursoftware stattfindet. Das bedeutet über Schnittstellen. Und so stellen wir uns mit GetMyInvoice auf. Wir sind so ein bisschen wie die Schweiz. Wir sind ein zentraler Rechnungshub, wo Unternehmen ihr Rechnungsmanagement lösen und von dort geben wir alle Informationen und Dokumente automatisch an weiterführende Software wie die DATE, den Steuerberater oder Agentursoftware wie Hello HQ weiter. Und so habe ich als Unternehmen einen automatischen, nächste Folie zeigt das nochmal in den vier Schritten, dann höre ich auch auf, über Folien zu sprechen. Die fasst das nochmal ganz gut zusammen. Im ersten Schritt trägt unsere Software automatisch alle Rechnungen zusammen, sodass viel Zeit gespart wird, zum einen Rechnung verarbeiten, Rechnung suchen. Parallel, und das ist der zweite Schritt, werden automatisch natürlich, da soll niemand mehr sitzen im Unternehmen und irgendwelche Daten von Rechnungen erfassen, sei es der Verwendungszweck bei einer Rechnung, die noch bezahlt werden muss oder das Fälligkeitsdatum, Betrag, Umsatzsteuer, wird alles natürlich automatisch mit einer OCR-Software extrahiert. Dritten Schritt kann ich dann meine spezifischen, unternehmensspezifischen Workflows natürlich in der Software abbilden. Ich habe ein zentrales Dokumentenarchiv, wo mehrere Kollegen von überall drauf zugreifen können. Ich kann Rechnungen zahlen, freigeben und so weiter. Und im vierten Schritt geben wir die Rechnungen dann dorthin, wo sie hingehören, an weiterführende Software wie Hello HQ oder die DATE, in dem Falle dann den Steuerberater, wo die Verbuchung stattfindet. Das ist GetMyInvoices. Am Ende haben wir einen Zeitsparer, eine Software, die in Deutschland jetzt schon mehr als 15.000 Unternehmen nutzen, die im Unternehmen viel Zeit spart. Das heißt, wir sind sehr weit oder sehr groß skaliert im Markt. Wir haben ein klassisches Software-as-a-Service-Business. Wir haben ein Modell, was für viele Unternehmen passt, mit verschiedenen Paketen. Und sind da ja sehr, sehr freudig unterwegs und haben viel Spaß daran, im Unternehmen am Ende Zeit zu sparen. Das ist ja das, was Jan David auch macht mit Hello HQ, weil es ist einfach, ich glaube, es gibt schönere Dinge. Entweder nutze ich es für mein Geschäft und mache irgendwas, was mich dort weiterbringt, oder ich nutze einfach die Freizeit und mache auch etwas, was nichts mit dem Geschäft zu tun hat. Auf jeden Fall sollte man keine Zeit mit irgendwelchen manuellen Rechnungstätigkeiten oder sei es Projektplanung auf irgendwelchen Excel-Sheets verbringen. Das ist meine Meinung. Können wir gerne später auch in der FAQ-Section drüber streiten.
Da bin ich bei dir. Wir werden da nicht sehr viel miteinander streiten. Da muss dann wahrscheinlich jemand vom Woanders kommen. Ja, perfekt. Dann, ihr wartet sicher auch schon drauf. Lasst uns einmal in die Praxis gehen und gucken, wie das Ganze jetzt funktionieren kann. Und dazu stoppe ich mal meine Freigabe, weil jetzt wird der Christian übernehmen. Ich probiere mal was ganz Verrücktes, sage ich mal. Denn David, du musst mir jetzt gleich sagen, ob das funktioniert. Ist das scharf, was du jetzt siehst, oder ist das... Ich glaube, das können wir so machen, ja. Okay, dann das haben die mir nämlich hier auch so eingerichtet. Ist so ein bisschen Streaming mit OBS. Wen das interessiert, ist ganz schön, hat man so ein paar Möglichkeiten und kann so ein bisschen rumspielen. Ich kann mir jetzt beispielsweise kurz einmal hier groß machen und dann wieder klein. Aber ich will hier nicht rumspielen, sondern wir wollen jetzt wirklich uns angucken, was können die beiden Softwarelösungen, wie funktioniert die Schnittstelle. Und vielleicht, um reinzustarten, get my invoices. Software as a Service bedeutet, ich kann die Software einfach in meinem Internetbrowser nutzen. Ich gehe hier entweder, wenn ich noch kein Konto habe, auf jetzt testen, habe innerhalb von, ich glaube, 2 Minuten ein unverbindliches Testkonto und kann den Service 14 Tage komplett kostenfrei ohne irgendwelches Hinterlegen von Zahlungsmethoden nutzen, weil wir wollen mit unserer Lösung überzeugen und nicht irgendwelche Kunden in irgendwelche Abos drängen. Und wenn ich dann ein Konto habe, komme ich über Login direkt in die Anwendung rein und kann direkt loslegen. Wie sieht die Anwendung aus? Das hier ist Get My Invoices und die Anwendung oder unsere Software ist immer komplexer geworden. Christian, ich muss dich doch noch mal ganz kurz stoppen. Jetzt, wo du drin bist, ist es, glaube ich, doch, die anderen kann vielleicht mal im Chat sagen, aber ein bisschen pixelig. Also eine andere Möglichkeit hast, will das vielleicht auch noch mal. Klar. Dann, die Kollegen, die das eingerichtet haben, bitte entschuldigt es, das nächste Mal. Ja. So, besser? Ja, viel besser. Nehmen wir das. Wunderbar. Dann mache ich auch mal kurz meine Kamera zurück, dass man mich... So, dann sieht man nicht den Bildschirm doppelt. Das ist Get My Invoices. Das ist unser Software-Tool, also der Bereich, wo Unternehmen ihr Rechnungsmanagement zentral managen können. Software wie das Rechnungsmanagement von Unternehmen. Ich weiß nicht, wie viele von den Teilnehmer und Teilnehmerinnen jetzt direkt im Backoffice Rechnungsmanagement arbeiten. Es gibt sehr viele Fälle, die sind alle durch die Software abbildbar. Ich gehe jetzt aber auf die einfachen ein, die ich jetzt auch, oder nicht die einfachen, sondern die 90% der Fälle darstellen, die ich auch in der Präsentation bereitgestellt habe. Ein Beispiel war die E-Mail-Adresse. Ich gehe jetzt nicht durch, wie man die E-Mail-Adresse verknüpft. Was wichtig ist, wir haben einen Algorithmus, der erkennt bei E-Mails exakt, ob es sich um eine Rechnung handelt. Die Rechnung kann auch einfach eine E-Mail-Nachricht sein. Diese wird importiert. Die Magie, die unsere Lösung aber natürlich neben den E-Mail-Postfächern hat, die automatisch durch nach Rechnung durchforstet werden, sodass ich alles zentral an einem Ort habe, ist natürlich aber, sind die verschiedenen Kundenportale. Weil hier, wie eben angesprochen, rufen wir aus über 10.000 Anwendungen zentral ab. Das Ganze funktioniert sehr, sehr einfach. Das bedeutet, ich gehe in die Anwendung rein und sage hier, ich möchte ein Kundenportal verknüpfen. Dann haben wir hier für den Bereich Deutschland unsere beliebtesten Portale. Vielleicht finden Sie sich schon bei dem einen oder anderen wieder, bei der Deutschen Post, Unternehmenskunden, Facebook und viele mehr. Also die Liste ist sehr groß. Wir gucken uns jetzt einfach an, wie das Ganze funktioniert. Würde ich jetzt hier sagen, okay, meine Telekom-Rechnung jeden Monat nervt mich. Jedes Mal fragt mein Steuerberater nach, wo ist sie? Ich muss mich irgendwo einloggen, dann vergesse ich mal das Passwort, muss vielleicht sogar je nach Unternehmensgröße bei dem Systemadministrator nachfragen, ob ich ein Passwort bekomme. Ich verknüpfe es hier einmalig über Benutzernamen, Passwort und ab dem Zeitpunkt ruft Get My Invoices, also es ist ein kleiner Bot, der trainiert ist, der ruft alle 3 Tage, geht der in das Telekom-Portal und ruft neue Rechnungen ab. Das Gleiche, oder das habe ich jetzt schon, viele von Ihnen kennen es wahrscheinlich in Ihrem Umfeld. Ich habe hier schon mal die Portale von Adobe, Amazon und Google Ads verknüpft, weil das gute Beispiele dafür sind, wo gehen denn Kolleginnen und Kollegen oder Sie selbst rein und rufen Rechnungen ab. Ich werde dann bei uns in Get My Invoices, also im Produkt, werde ich darüber informiert, wenn von Adobe hier beispielsweise 80 neue Rechnungen importiert worden sind. Google Ads wurde verknüpft, aber es wurden keine Dokumente gefunden.
ist für einen anderen Account bei uns, wo wir kein Marketing machen oder wo wir kein Performance-Marketing machen aktuell. Deswegen dort keine Rechnung gefunden. Aber so verknüpfe ich meine entsprechenden Accounts und werde hier immer informiert, wenn eine neue E-Mail da ist. Bedeutet, ich habe einen aggregierten Zugang, sehe, habe direkt den Abgleich mit meinen Bankkonten. Das bedeutet, ich kann Bankkonten verknüpfen und so werden dann automatisch auch die Kontotransaktionen direkt mit den Belegen verknüpft. Und wenn ich meine Scan-App benutze, wird automatisch hier in den, ich sehe es hier bei Dokumenten, da haben die Kolleginnen und Kollegen haben schon Sachen gescannt. Gehen wir einmal auf den, das habe ich aus Versehen geklickt. Gehen wir einmal auf den Renthofbeleg. Das ist mit Sicherheit eine Rechnung. Genau. Hier wurde dann die Scan-App genutzt und wir sehen, Beträge wurden automatisch erkannt. Wir können das Ganze entsprechend taggen, haben den Dokumententyp und Netto, Brutto und die jeweiligen Steuersätze werden automatisch von unserer Software extrahiert. Das ist der erste Schritt. Das, was ich zu Beginn gesagt habe, ich verknüpfe als Unternehmen einfach meine Quellen und unsere Software sorgt dafür, dass alles automatisch zusammengetragen wird an einen zentralen Ort. Hier Christian, darf ich einmal kurz einen einhaken? Wir haben eine Frage, die genau zu diesem Punkt passt. Wenn Rechnungen, wird es erkannt, wenn Rechnungen von Gerrit doppelt hochgeladen werden, also zum Beispiel aus dem Portal gezogen und ein Kunde schickt trotzdem noch, oder ein Mitarbeiter schickt oder eine Mitarbeiterin schickt trotzdem noch mal eine E-Mail? Ja. Wir haben bei uns werden anhand der Daten, die aus einer Rechnung genommen werden, gucken wir uns jetzt mal beispielsweise diese Adobe-Rechnung hier an vom 7.4. Dann habe ich, jetzt muss ich einmal meinen Bildschirm zurechtrücken, dass ich da auch unten hinkomme. Dann habe ich ja hier eindeutige Daten auf der Rechnung wie diese Rechnungsnummer. Und anhand dieser Daten erkennt die Software, dass es sich um eine Dublette handelt oder nicht, sodass keine Dubletten in die Anwendung geladen werden. Das bedeutet, wenn ich jetzt die Adobe-Rechnung zum einen in meinem Adobe-Account, aber auch gleichzeitig per E-Mail bekommen hätte, dann wird nur eine der beiden Rechnungen in das jeweilige oder in GetMyInvoices geladen, sodass wir hier keine doppelten oder dreifachen Rechnungen am Ende des Tages haben. Also das erkennen wir. Weil wir wollen ja Zeit sparen und nicht extra Aufwände in den jeweiligen Unternehmen verursachen. Kann dann, wenn hier alles zentral zusammenläuft, kann ich hier auch Freigabeprozesse alles einrichten. Da möchte ich jetzt aber, wir haben verschiedene Webinare dafür, wo wir Produkte, genauso wie Jan David das mit HQ macht, wo wir verschiedene Funktionalitäten erläutern. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, weil wir wollen hier einmal wirklich den Use Case sagen, wie sieht denn das Zusammenspiel von einem GetMyInvoices als Dokumenten, als Rechnungsdrehscheibe aus im Zusammenspiel mit HelloHQ. Und da haben wir, und das ist so ein bisschen, wie wir uns auch mit GetMyInvoices positionieren. Wir sind so ein bisschen wie die Schweiz. Das bedeutet, wir haben in dem Segment, in dem wir mit GetMyInvoices unterwegs sind, gibt es keine Lösung. Also wir haben keine Konkurrenz auf diesem Gebiet, bewusst, weil wir uns so ein bisschen wie die Schweiz neutral an weiterführende Software wie HelloHQ, wie die Dativ drandocken und dort den lästigen Prozess des Rechnungsübertrags automatisieren. Das bedeutet, ich kann hier ganz einfach eine Import- oder eine Export-Integration aus GetMyInvoices wählen. Import bedeutet, Dokumente werden aus einer anderen Software zu GetMyInvoices importiert. Hier haben wir beispielsweise auch die Schnittstelle. Also wir haben bei HelloHQ beides. Ich könnte hier jetzt HelloHQ auswählen und sagen, bitte alle Rechnungen, hier wird dann einmal die Verknüpfung stattfinden, alle Rechnungen aus HelloHQ zu GetMyInvoices, um dann beispielsweise eine unserer weiteren 100 Schnittstellen zu nutzen. Oder wie wir es hier jetzt haben, das ist der Anwendungsfall, den wir uns heute anschauen, GetMyInvoices sammelt alle meine Belege, wie die Google Ads für die Mandanten, die Ads, die ich schalte als Agentur, wie die Adobe-Lizenzen zusammen. Und ich möchte diese direkt an HelloHQ übertragen, an ein spezifisches Projekt. Die Schnittstelle ist eingerichtet in 1 bis 2 Minuten. Ich möchte es trotzdem, es ist nicht super technisch, ich möchte es jetzt trotzdem nicht machen, weil es eher ein langweiliger Vorgang ist. Wir gucken uns die ein, die ich einmal eingerichtet habe. Das bedeutet, ich habe hier die Schnittstelle. Ich sage, an welchen Kontakt in HelloHQ es übertragen werden soll, an welches Unternehmen, kann hier entsprechend die Einstellungen treffen, könnte jetzt sagen, dass zum Beispiel nur alle Dokumente mit dem Dokumententag Webseite Todesstern synchronisiert werden. Das kann ich alles hier einstellen. Und wenn ich diese Integration, wie hier einmal eingerichtet habe, werden automatisch, wird die Adobe-Rechnung, die schon bezahlt ist, automatisch an HelloHQ übertragen, ohne dass ich
irgendeinen Handschlag tun muss. Bedeutet, nachdem ich es einmalig eingerichtet habe, funktioniert dieser komplette Prozess von der Rechnung in Adobe bis zum Übertrag an den entsprechenden Kunden, für den ich beispielsweise diese, wo ich die Adobe-Lizenz für brauche, wird komplett, ohne dass jemand bei Ihnen im Unternehmen die Rechnung nochmal anfassen muss, komplett automatisch durchgeführt. Und das ist das, was wir mit Get by Invoice machen. Wir sind ein Automatisierer im Rechnungsmanagement. Wir sparen den Unternehmen, die uns nutzen, am Ende viel Zeit, schaffen Übersicht und schaffen so Freiheit für andere Dinge, für andere Projekte, für andere Themen, die im Unternehmen oder für die jeweilige Person relevant sind. Und ich glaube, Jan-David, ihr macht das Gleiche und du kannst uns jetzt ganz gut zeigen, wo bei euch die Rechnung rauskommt und was aber in Hello HQ sonst noch alles gemacht wird. Sei denn, du möchtest jetzt schon auf Fragen eingehen, die habe ich nicht im Blick gehabt. Ich habe die im Blick. Ich glaube, die Fragen, die wir jetzt haben, werde ich damit beantworten und die anderen passen, glaube ich, eher ans Ende. Keine Angst, wir haben die nicht übersehen. Eure Fragen sind weiter bei uns im Kopf. Das heißt, ich teile jetzt wieder meinen Bildschirm und ihr seht jetzt mein Hello HQ hoffentlich vor euch. Und ich bin gerade auf dem Dashboard und wo kommen die an? Die erste Frage, die ich hier gleich sehe im Chat von Audrey ist, wie werden die Rechnungen jetzt eigentlich dem jeweiligen Job im HQ zugewiesen? Und ich kann jetzt, wenn ich auf Belege Eingangsrechnung gehe, weil wir haben hier gerade Eingangsrechnung, sehe ich, ich habe jetzt hier meine Adobe-Rechnungen, die übertragen wurden. Durch meinen Zeitbereich sehe ich nur zwei, weil alle anderen, die gerade runtergeladen und geschickt wurden, älter waren. Sehe ich die beiden. Habe die hier entsprechend, sind auch sauber bereits dem Lieferanten und so weiter zugewiesen. Wenn ich sie mir jetzt auch mal angucke in der Vorschau, sehe ich auch, ich habe hier meinen wunderbaren, originalen Adobe-Beleg, den ich hier habe. Und was jetzt natürlich wichtig ist, und deswegen auch diese Frage so wichtig, warum ich die überhaupt im Hello HQ haben will, ist ja, damit ich meine Projekte sauber kontrollen kann. Das heißt, ich will die Kostenseite der Eingangsrechnung hier drin haben. Vielleicht will ich auch nicht nur die Kostenseite hier drin haben, vielleicht möchte ich die auch an eure Kunden weiterverrechnen. So, und wenn ihr das tut, seht ihr hier erstmal alle Rechnungen, die ihr habt. Und das ist im Moment, wir arbeiten ja gerade am Finanzprozess, im Moment noch leider ein Part, der noch händisch ist, aber an dem arbeiten wir natürlich auch. Ich kann jetzt hier die zuordnen und kann sagen, das hier gehört schlicht und ergreifend zu folgendem Projekt und sagt dann, das gehört zum Beispiel zu meinem Projekt Website Imperium, kann das da in das entsprechende Budget reinpacken, das ich möchte und so diesen Beleg zuordnen. Und das kann ich mit Belegen machen. Wenn ich das dann getan habe, kann ich einfach ganz schlicht und ergreifend in mein Projekt hier reingucken, zum Beispiel das Website Imperium, habe dann natürlich unter Belege diesen Beleg entsprechend drin, habe in meinen Finanzen, habe ich jetzt meine Fremdkosten von 49,99 Euro hier stehen. Das ist diese besagte Adobe-Rechnung, die ich jetzt hier drin habe. Ich sehe sie auch in meinen Budgets, damit ich das saubere Controlling habe. Das ist hier ein bisschen klein gegen mein 5.000 Euro Fremdkostenbudget. Aber jetzt laufen die hier rein und ich kann mein Projekt controllen. Und das ist halt genau dieser Case, den ihr braucht oder der so wichtig ist, dass ich, wie gesagt, meine Eingangsrechnung hier drin habe, um mein Projekt Controlling sauber zu ziehen. Und da gibt es ja viele, da gibt es ja durchaus Themen, von denen wir auch wissen, die ganz spannend sind für unsere Kunden. Das Thema Scannen ist ein großes Thema, das aus den Portalen rausholen, spart euch natürlich viel Zeit, um die Rechnung hier erstmal reinzukriegen. Was auch super ist, ihr seht, die Rechnungen sind bereits im Status genehmigt, weil ihr habt sie ja aus Get My Invoices gezogen und habt sie sauber rüberbekommen. Und das heißt, ich kann sie jetzt auch einfach auf eine Rechnung übernehmen. Das heißt, wenn ich jetzt hier eine Rechnung schreiben würde, eine Ausgangsrechnung, und das ist für heute das Letzte, was ich auch zeige, dann kann ich hier einfach eine neue Position hinzufügen auf dieser Rechnung. Und kann hier natürlich auch meine Fremdkosten wählen und kann dann aus meinen Fremdkostenpositionen wählen, genau diese Rechnung. Ja. Taucht hier aus irgendeinem Grund gerade noch nicht auf, aber normalerweise kann ich sie jetzt anklicken und dann auf meine Rechnung übernehmen, samt Anhang und dann meinem Kunden entsprechend abrechnen. Und das ist im Grunde das, wozu ich es dann im Hello HQ benutze. Und das war die Weiterverarbeitung. Natürlich, was ich jetzt heute nicht gezeigt habe, ist, wie Christian eben auch, nicht alle anderen Sachen, die das Hello HQ noch hat. Ihr seht hier die ganzen Reiter, die dies noch nicht kennen. Da gibt es noch unglaublich viel mehr, was man machen kann. Wie gesagt, dazu gibt es viele andere Webinare. Das nicht für heute, aber das für diesen Prozess. Ob ihr dann übrigens vielleicht noch, wir haben natürlich auch einen Datev-Export für die Eingangsrechnung, ob ihr das jetzt aus Get My Invoices zu Datev schiebt oder von uns,
bleibt, glaube ich, egal. Ja, und damit würde ich eigentlich auch sagen, wir gehen vielleicht in eure Fragen. Ich stoppe mal die Freigabe, weil ich noch nicht weiß, in welchem Fenster das jetzt hier gleich kommt, da wir was zeigen muss. Und wir würden jetzt einfach mal in eure Fragen springen. Und Christian, ich würde mich einfach mal mit dem Moderieren beschäftigen. Ich sehe schon, du hast das gerade netterweise gemacht, schon während ich hier weg war und auch Dinge beantwortet. Genau, das heißt, wir starten jetzt mit den Fragen. Allen, die jetzt noch bleiben wollen für die Fragen, ihr seid natürlich herzlich willkommen, uns jetzt noch zu löchern und alles zu fragen, was ihr wollt. Falls ihr uns jetzt schon verlasst, nach dem, ich sag mal, Standardprogramm, vielen Dank, dass ihr da wart und euch noch einen wunderschönen Dienstag und starten die Woche auch. Toll, dass ihr da wart. Kommt gerne auch zu unseren nächsten Webinaren, hellohq.io/Webinare. Und ja, allen anderen, lasst uns loslegen in die Fragerunde und starten. Und ich starte mal mit der ersten Frage von Nathalie. Die fragt nämlich, wir nutzen GetMyInvoice bereits, was super ist. HQ kommt neu dazu. Die Verknüpfung wird demnächst vorgenommen. Ich bin im Backoffice und möchte wissen, wie ich das interne Mahnwesen abbilden kann. Gibt es in der Übersicht noch offenen fälligen Ausgangsrechnungen GetMyInvoices oder im HQ? Muss ich ein Modul dazu buchen? Wir nutzen derzeit das Standardpaket von GetMyInvoices. Wir haben ein GetMyInvoice, also ich kann jetzt aus unserer, also erstmal cool, Nathalie, dass du jetzt die beiden oder die Schnittstelle auch nutzen wirst. Komm gerne, wenn du Fragen zur Schnittstelle hast, kannst du gerne auch mir direkt an die E-Mail-Adresse schreiben und ich würde dann bei uns an eine Kollegin oder Kollegen das weitergeben, die dann die Schnittstellenexperten oder bei der Einrichtung helfen können. Die Frage zum Mahnwesen, ein Mahnwesen angeschlossen in GetMyInvoices haben wir nicht. Wir haben schon den Abgleich von einer Kontotransaktion zu der jeweiligen zu der Rechnung. Es kann eine Eingang- oder eine Ausgangsrechnung sein, aber ein automatisiertes Mahnwesen, wie man das aus anderer Software kennt, haben wir nicht. Weiß ich an David, ob das habt ihr in HelloHQ sowas implementiert? Das ist kein Problem, genau. Da kommt jetzt die komplementäre Natur dieser Produkte jetzt rein. Nathalie, im HelloHQ könnt ihr in der Rechnungsübersicht einfach Rechnung mahnen. Dass es noch händisch wird, aber mit dem Finanzprozess irgendwann auch komplett automatisiert. Ja, also ihr habt ein Mahnwesen im HQ, am besten mit eurem Customer Success Manager im Rahmen dann des Onboardings besprechen. Das ist gar kein Thema, das geht. Dann von Birk die Frage. Wird dann der Freigabeprozess zu den Eingangsrechnungen in GetMyInvoices abgebildet? Weil ich habe gerade schon gezeigt, die ist frei, die ist dann schon genehmigt im HelloHQ. Genau, ich hatte jetzt für die Rechnung, die dort durchgegangen ist, keinen Freigabeprozess vorgeschaltet. Ich kann mir bei GetMyInvoices komplett spezifische Freigabeprozesse einrichten. Wir haben ich glaube, insgesamt drei verschiedene Szenarien, vor denen eine Freigabe erfolgen kann. Die erste wäre ein Übertrag an HelloHQ. Also Rechnung bitte kann 4, kann 6 Augen, 8 Augen-Prinzip, was immer ich möchte. Aber jetzt nehmen wir mal das einfachste 4-Augen-Prinzip. Rechnung ist freigegeben, wird zu HelloHQ übertragen. Das gleiche geht mit einer Zahlung oder mit Zahlläufen. Das bedeutet, ich kann so eine vorgelagerte Rechnungsprüfung, die aber wirklich ausschließlich auf die Rechnung ist, in GetMyInvoices abbilden. Weiß ich ja, damit macht das Sinn, dann im Anschluss nochmal in zusätzliche Freigabeprozesse, vielleicht auf einer Projektebene bei euch in HelloHQ zu machen? Kann, das hängt ein bisschen vom Prozess ab. Das sollte man da wahrscheinlich im Einzelfall besprechen. Aber ich glaube, die Frage, dass man die beantworten kann, das sind nämlich auch gleich die nächsten zwei Fragen, die ich damit auch abhake, ist, glaube ich, auch eine sehr wichtige, dass das bei euch geht. Können wir, glaube ich, so festhalten auf jeden Fall, dass das so funktioniert. Deswegen, alle Florian und Alexei, nicht wundern, ich habe eure Fragen deswegen als erledigt gekennzeichnet, weil das eigentlich die gleichen waren. Audrey fragt, was kostet das Tool? Ich vermute, ich weiß jetzt nicht, welches Tool. Ich kann dir sagen, bei HelloHQ kannst du einfach auf unsere Homepage gehen, hellohq.io/Preise. Da haben wir einfach transparent aufgeführt. Das hängt ein bisschen vom Plan ab. Wir bezahlen pro Benutzer. Und zu GetMyInvoice muss ich es einmal an Christian weitergeben. Da darf ich. Genau, ist fast genauso. Also bei uns auch auf der Webseite einfach getmyinvoices.com sind die verschiedenen Pakete. Wir haben 5 standardisierte Pakete, die unterscheiden sich anhand der Anzahl von Dokumenten und Nutzern. Ich glaube, für jeden was dabei, was da, glaube ich, ganz wichtig ist, man muss es nicht am Anfang entscheiden, sondern ich gehe wirklich jetzt erstmal, ich mache mir einen Testaccount, gucke, ob die Software für mich passt, was in der Regel tatsächlich der Fall ist. Haben da sehr gute Quoten von denen, die testen und dann GetMyInvoices weiter nutzen. Das kleinste Paket startet sogar unverbindlich ab 11 Euro pro Monat. Das bedeutet, ich kann ein Monatspaket, aber wenn ich dann im Jahresabo, kostet mich das,
glaube, 60 Euro. Und die 60 Euro, die habe ich ja schon, wenn ich, glaube ich, 2 Stunden spare in einem Jahr drin. Und wir sagen, und das ist tatsächlich so, auch verifiziert, bis zu 10 Stunden oder mehr als 10 Stunden im Monat sparen Unternehmen, die GetMyInvoice nutzen. Ähnlich wie bei euch, weil einfach Prozesse automatisiert werden. Man glaubt das gar nicht, aber die durchschnittliche Bearbeitungszeit einer einzigen Rechnung beträgt 15 Minuten. Und das ist dann nicht nur die Person zahlt, sondern die zahlt, es wird irgendwas abgelegt, irgendwas abgeheftet, an Steuerberater übertragen, sie wird gesucht. Und deswegen, glaube ich, fahren wir da sehr gut mit dem Preismodell. Lange Antwort, sorry, kleinste Paket startet ab 11 Euro im Monat, beziehungsweise 95 oder 60 bis 95 Euro pro Jahr. Und dann entsprechend nach Nutzung kann man auch größere Pakete natürlich buchen. Perfekt. Dann die nächste Frage kommt von Ute. Was mit kleinen Lieferanten? Wir bekommen beinahe ausschließlich Fremdkosten von einzelnen Lieferanten. Kein Problem. Ich kann einzelne Lieferanten sogar anlegen. Wir können einzelne Portale anlegen. Ich kann die E-Mail-Adresse verknüpfen. Ich habe bei GetMyInvoice auch eine E-Mail-Adresse, die ich einfach an meine Lieferanten zum Rechnungseingang weitergeben kann. So, und hier gibt es tatsächlich viele Wege, die in GetMyInvoices dann zum gewünschten Output führen. Und da beraten wir im Zweifel auch gerne, unterstützen, aber haben dort verschiedene Möglichkeiten, wie das auch ohne Probleme abgebildet werden kann. Perfekt. Dann Udo fragt, wir nutzen GetMyInvoices und HelloHQ. Belege werden nicht automatisch übertragen, weil kein Zahlungstermin anliegt. Musste immer angegeben werden. Das haben wir gerade, die Schnittstelle ist gerade, das haben wir auch nochmal jetzt in den letzten Wochen in der Vorbereitung gesehen, dass der Zahlungstermin, wir sind gerade auch mit den Entwicklern am Prüfen, ob ein, die, sag ich mal, der befristete Termin mit angegeben werden kann. Ich kann beispielsweise das im Moment schon lösen, indem ich sage, dass bei allen Rechnungen, die von Adobe abgeholt werden, dass dort immer der Zahlungstermin der 31.12.2021 war, weil die sind schon bezahlt. Wir werden aber, das kann ich schon da vorwegnehmen, wahrscheinlich da einfach diese Verpflichtung für dieses Feld rausnehmen, sodass das nicht mit angegeben werden muss, weil das haben wir dann auch nochmal gemerkt, da muss man dann nochmal manuell da draufklicken und das, wenn kein Zahlungstermin draufsteht, den manuell nachfliegen, da werden wir die Schnittstelle, und so ist das immer bei Schnittstellenprojekten oder bei Schnittstellen-Software, die Schnittstelle, die wächst natürlich mit, da lade ich Sie aber auch alle super herzlich und gerne zu ein, wenn Sie jetzt die Funktionalität der Schnittstelle nutzen, geben Sie uns Rückmeldung, was funktioniert, aber noch viel lieber, was nicht funktioniert oder welchen Anwendungsfall Sie gerne noch hätten, weil dann können wir den darstellen. Das ist ja das Angenehme an agilen Softwareunternehmen wie HelloHQ und GetMyInvoices, dass wir dann nach Ihren Wünschen Schnittstellen anpassen können und da die Möglichkeiten haben. Genau, dem kann ich mich nur anschließen. Ihr kennt das, gebt Feedback, das hilft allen, nicht nur uns, sondern auch den Kollegen bei GetMyInvoices. Super hilfreich, und dann wird die Software für euch auch besser aufgrund des Feedbacks. Audrey fragt, die Genehmigung der Rechnung erfolgt nicht im HelloHQ, sondern vorher in GetMyInvoices. Ja, genau, das wäre quasi so der Prozess an der Stelle. Wenn jetzt ganz viele Leute sagen, nein, das wollt ihr andersrum, können wir auch nochmal sprechen, ob man die vielleicht im anderen Entwurfstatus rüberschickt. Auch da gebt uns gerne Feedback an der Stelle. Das habe ich einfach mal kurz übernommen. Stefanie, ich hatte ein Problem mit einer Rechnung. GetMyInvoices hat einen Einzelpreis negativ gesetzt. Beim automatischen Übertrag wurden im HQ nur Einzelpreise, nicht die Anzahl übernommen. Ich vermute, das macht Sinn, wenn sich der Support das mal ansieht, oder? Das ist wahrscheinlich... Ja, und da aber ganz wichtig, wir haben ja mittlerweile, ich habe es eben als ich es vorgestellt habe, mal grob angedeutet, wir sind jetzt mittlerweile auf einer Größe mit 15.000 Unternehmenskunden, wo ganz wichtig ist und wo wir viel schneller unterwegs sind, wenn wir zielgerichtet halt die Support-Kanäle nutzen. Für so Themen ist es ganz wichtig, oder sind wir am schnellsten und können am schnellsten solche Sachen ausbessern, weil es kann immer mal sein, dass es einen Fehler in der OCR gibt und dass nicht Daten werden nicht immer zu 100% korrekt umgewandelt. Das geht einfach nicht mit Software. Da ganz wichtig, unser Ticketsystem bitte nutzen, dann können die Kolleginnen und Kollegen sich dem direkt annehmen. Und wir haben da intern die Police, dass innerhalb von einem Tag eigentlich alle kleineren Probleme gefixt sein müssen. Deswegen dort unbedingt das Ticketsystem nutzen. Die Kolleginnen und Kollegen nehmen da direkt auf. Gerne, wenn es noch nicht passiert ist, dort noch ein Ticket einreichen, das entsprechende Dokument verknüpfen, weil dann wird es gelöst. Kann ich Ihnen versprechen. Perfekt. Dann fragt Nadja, wenn eine Rechnung im GetMyInvoice internen Postfach eingeht und ich diese Mail dann als Rechnungsdokument importiere, ist diese Mail dann noch irgendwo später zu finden? Einfach, weil manchmal mehr Infos zur Rechnung dann noch drinstehen.
Beides, die ist wahrscheinlich bei euch dann zu finden, ne, Jan David. Also bei euch ist sie abgelegt, bei uns aber auch. Wir haben ja das ganze Thema GOBD, also irgendwie die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung in Deutschland oder wofür das steht mit Deutschland, das stimmt glaube ich nicht am Ende. Aber wir haben ja die GOBD, wo wir verschiedene Regulatorien erfüllen müssen. Und bei uns werden auch die ganzen Belege, auch wenn sie archiviert sind, kann ich sie trotzdem, ich kann mir die archivierten Dokumente anzeigen und auch über einen Zeitraum von 10 Jahren. Es ist nicht so, dass wir sagen, das Dokument ist 10 Jahre da, jetzt wird es gelöscht, bei uns ist immer alles da. Das ist ja das Schöne, dass wir in der Cloud arbeiten und dort jederzeit dann auch im Nachgang, auch wenn es synchronisiert ist, Zugriff auf die jeweiligen Dokumente haben. Top. Das ist auch ein Vorteil, dass HQ ist nicht GOBD-konform. Wir haben es drin, das heißt, wenn man da exportiert, habt ihr die da auch safe in Get My Invoice entsprechend. Markus fragt dann noch was zur Erkennung von Daten. Auch da würde ich wahrscheinlich auf die Antwort von eben zurückgehen. Schreib einfach einmal ein Ticket an den Support. Die Kollegen werden sich das dann ansehen von Get My Invoices, den Support, und dann das sicherlich auch fixen. Dann fragt Elena, kann man Eingangsrechnung Stempel auf die Rechnung in Get My Invoice setzen? Und erkennt HQ dann auch, ob direkt die Rechnung weiter berechenbar ist oder nicht? Ja, wir also... Ich kann mir mit dem ersten Teil Eingangsstempel, der ist digital automatisch mit dabei. Da muss nichts für getan werden, sondern wir haben natürlich genau den Importzeitpunkt, wann die Rechnung gekommen ist, und dann übergeben wir an euch. Und da entscheidest du dann, ob sie weiter berechenbar ist, Jan David, oder wie passiert das? Ja, ist sie nicht aufgetaucht in meiner Rechnung. Der Grund war schlicht und einfach, ich habe in der Rechnungsübersicht nicht angeklickt, dass sie weiter berechenbar ist. Das könnt ihr dann pro Rechnung einfach auswählen, schnell einfach durchklicken, welche weiter berechenbar sind, welche nicht. Genau. Dann bei Gap, achso, nee, Moment. Ja, da kommt nochmal die Frage zu den Rechnungsdaten. Genau, schreibt da bitte einfach auch da ein Ticket einfach einmal, damit sich das angesehen werden kann. Dann fragt Florian, das heißt, der Musterprozess wäre Get My Invoice an HQ und dann weiter in die Buchhaltung DATEV. Genau, ihr müsst es am Ende, ich überlege das einfach mal, ihr müsst am Ende das Ding ja auch in der Buchhaltung haben. Das heißt, dahin übertragen macht total Sinn. Und für Eingangsrechnungen ist es wirklich ideal, ihr habt Get My Invoices, scannt die da, holt die aus den Portalen raus, holt die aus Postfächern raus und schickt die dann einfach ins Hello HQ rein, wo ihr die dann sauber an euren Projekten habt, um euren Projekterfolg zu messen. Und aus welchem Tool ihr das dann in die DATEV schickt, ist euch überlassen. damit ihr das auch sauber in der Buchhaltung habt. Oder hast du was zu ergänzen, Christian? Nö, nicht zu ergänzen. Kann jeder Unternehmer, jede Unternehmerin, wie es am besten passt. Alles ist möglich. Ja. Das ist ja das Schöne bei unseren Schnittstellen, dass wir auch beide gleichzeitig haben. Top. Florian, der Übergabeprozess von Rechnungsdaten hakte früher etwas. Wenn da was hakt, auch da kann ich nur wiederholen, macht kurz ein Ticket, aber dafür wird auch weiterentwickelt. Lena, wir sind in einem Unternehmensverbund und bei uns soll DocuWare eingeführt werden. Kann DocuWare ebenfalls als weitere Schnittstelle betrachtet werden? Wir haben auch eine Exportintegration zu DocuWare, bedeutet, Dokumente können ganz einfach mit DocuWare synchronisiert werden. Also ja. wann werden Workflow-Prozesse schneller und besser im Ablauf? Gerade bei Ablehnung einer Freigabe, das ist oft schwierig, von Florian. Die Workflow-Prozesse, das ist bei uns mittlerweile gar nicht mehr so neu, ist eine Funktionalität, die wir vor 6, 7 Monaten gelauncht haben und auch weiterhin am Optimieren sind. Und da gab es in der Vergangenheit bei den Freigabeprozessen explizit, gab es Themen, die sozusagen dort auch gemacht wurden, aber da auch der Weg. Bitte, wenn irgendetwas hakt, immer ein Ticket anlegen, genau sagen, ich habe hier am besten noch mit einem Screenshot dazu, ich habe hier gerade den Workflow und der hakt, der nervt gerade, das funktioniert nicht, weil dann werden unsere Entwickler und Entwicklerinnen können sich dem direkt annehmen und da mildern. Aber wir haben eine bei uns vor, ich glaube, 2 Monaten eine Workflow Taskforce, also etabliert, bedeutet eigentlich, wir haben ein separates Entwicklerteam nur, die sich um den Workflow kümmern, und seitdem ist der auch schon, sind mir keine weiteren Probleme bei den Workflows bekannt. Gerne einmal testen und mir gerne auch ansonsten direkt bei LinkedIn oder Xing schreiben, wenn da irgendetwas nicht funktioniert. Ansonsten am liebsten den beschriebenen Weg über Tickets. Perfekt. Dann haben wir Alexei, der fragt,
Wir haben viele Eingangsrechnungen mit Skonto, Agenturprovision und auch Künstlersozialkassenzuschlag, KSK. Da ist es möglich, dass GetMyInvoice das erkennt, hinterlegt und so an HQ meldet, damit die Eingangsrechnung korrekt bezahlt wird. Etienne David, ich freue mich riesig auf die Neuerungen zum Thema Finanzprozess. Ja, ich freue mich auch drauf. Wir wissen, also die Übergabe, ich fange mal mit dem ersten Part an für dich, die Übergabe ins HQ, um das als Künstlersozialkasse zu markieren, ist schwierig, weil wir das noch nicht können. Das kommt mit dem neuen Finanzprozess, Positionen, die das sauber können. Und wir werden dann natürlich auch in Kontakt mit den Kollegen von GetMyInvoice gehen, denen rechtzeitig Bescheid sagen, was da für Möglichkeiten entstehen, sodass das dann auch berücksichtigt werden kann. Auch die Unterscheidung zwischen Agenturprovision, also Eigenumsatz, Fremdumsatz, kommt mit dem neuen Finanzprozess. Auch da kann GetMyInvoice heute noch gar nichts liefern, weil das noch nicht da ist. Freue ich mich auch richtig drauf, dass das kommt. Bei Eingangsrechnung wahrscheinlich weniger ein Thema. Das ist mehr so ein Ausgangsrechnungsthema. Zu dem Skonto-Thema, möchtest du noch ein Wort dazu verlieren in GetMyInvoices? Skonto erkennen wir. Die anderen tatsächlich an David könnten wir auch gar nicht übertragen, weil ehrlich gesagt, Künstler-Sozialkassenzuschlag habe ich gerade zum ersten Mal gehört. müssen wir aber, können wir da, wir sind, das Schöne ist, wir sind eigener Anbieter unserer OCR. Das bedeutet, es ist ein eigenes Team innerhalb von Fino, ein eigenes Produkt, eine eigene Gesellschaft, wo wir verschiedene Projekte machen. Und wenn es dann solche Fälle gibt, können wir oder etwas auf einer Rechnung gibt, was wir aktuell noch nicht mit drin haben. Wir haben ansonsten, würde ich sagen, so ziemlich alles bei den Rechnungen mit drin. Wenn da irgendwas fehlt, auch da, Alex, sehr gerne einfach kurze Meldung an uns, dann gucken wir, dass wir das anpassen können. Top. Dann tatsächlich die letzte Frage, die ich gerade jetzt schon sehe. Haut natürlich gerne weiter Fragen raus. Wir sind hier noch für euch da. Von André, da muss ich eigentlich eine Rückfrage stellen. Du fragst, wir arbeiten im HQ mit Subunternehmen. Werden die Subunternehmen erkannt? Könntest du das etwas weiter ausführen? Weil also im HQ, im Hello HQ gibt es, es gibt Unternehmen, ja. Mir ist jetzt auch nicht ganz klar, was du mit Subunternehmen meinst. Meinst du damit Subsysteme? Also Mandanten, das ist Hello HQ mandantenfähig, wenn es das ist, ich glaube, die landen erstmal alle an einem bestimmten Unternehmen. Ah ja, ihr meint die Mandanten, okay, die Mandantenfähigkeit. Korrigiere mich, ich glaube, die stand heute noch nicht unterstützt. Es landet einfach erstmal, ihr wählt ja ein bestimmtes Unternehmen aus, an dem das landet und das Unternehmen hängt an einem Mandanten. Das heißt, darüber kann das laufen. Genau. Aber da auch gerne, es gibt ja immer irgendwelche spezifischen oder unterschiedliche Unternehmen nutzen die Software ja, für ihre spezifischen Belangen. Wenn es da Anforderungen gibt und ihr auch merkt, da sollte die Schnittstelle uns noch das und das liefern, die Möglichkeit hätten wir gerne, informiert Jan David und mich am besten beide irgendwie in eine Mail rein, weil dann können wir gucken, wie wir es darstellen. Wir wollen am Ende, die Schnittstelle ist relativ neu, wir wollen am Ende eine Schnittstelle haben, die für euch alle passt. Und da wird sie weiterhin ausgebaut werden und da haben wir Bock drauf. Genau, das kann ich auch nur unterstützen. Wendet euch an die Kollegen bei GetMyInvoices, meldet euch bei uns im Support, im Ticket per Chat. Schreibt ruhig, dass das Feedback ist, dann wissen die Kollegen das auch und geben das auch weiter. Also keine Angst, wenn ihr den Support schreibt und sagt, ich habe hier Feedback, das versackt da nicht. Die schicken das schon weiter an uns, sodass wir damit auch weiterarbeiten können. Sabine fragt dann noch, wir arbeiten mit Freelancern, die mehrere Projekte auf einer Rechnung auflisten. Wie kann man das im Hello HQ zuordnen? Das ist überhaupt kein Problem, weil ich kann auf Eingangsrechnungen, ich habe ja vorhin gezeigt, wie ich eine Eingangsrechnung zuordne. Man kann eine Eingangsrechnung auch positionsweise zuordnen. Das heißt, ich kann auch sagen, einzelne Positionen kommen auf verschiedene Projekte. Das heißt, ich muss nicht die komplette Eingangsrechnung auf ein bestimmtes Projekt zuweisen, wenn da mehrere drauf sind. Und so ist das dann ganz einfach gelöst. Ich muss nur scrollen, dann sehe ich auch noch eine Frage von Udo. Wieso muss beim Einrichten der GetMyInvoices Hello HQ Schnittstelle ein Standardlieferant ausgewählt werden? Das heißt, meine Adobe Slack werden immer unter einem Lieferanten angelegt. Udo, ich glaube, das ist ganz gutes Feedback, was wir mal aufnehmen werden einfach und weitergeben werden. Mhm. Genau. Wir uns an, da einfach zum Verständnis, wie solche Projekte auch, da haben sich dann, als die Schnittstelle eingerichtet wurde, setzen sich erstmal Kollegen aus den jeweiligen Unternehmen mit einem konkreten
ja, Anwendungsfall zusammen. Und das ist bei einer Schnittstelle in der Regel immer der erste, der abgebildet wird. Wir gehen bewusst danach mit genau dieser Schnittstelle raus und stellen das in solchen Runden wie hier zur Diskussion, um noch von euch, wie dir jetzt, Udo, dort Feedback zu bekommen, was noch verbessert, was angepasst werden kann. Und genau das werden wir uns angucken und auch machen. Top. Wow, es geht immer weiter. Das ist super. Lena, kann bei einer Ausgangsrechnung auch der Anhang, welcher automatisch angehangt wird, ausgeblendet werden? Unsere Kunden sollen die Originalrechnung nicht immer erhalten. Die Frage geht, glaube ich, in Zello HQ. Ja, ihr müsst die Anhänge nicht mit aufblenden. Ihr könnt die auch einfach auf eine Rechnung übernehmen, ohne den Originalbeleg. Es gibt einfach einen Haken, den man setzen kann. Und dann taucht das nicht mit auf den Beleg auf. So. Jetzt, ich scrolle nochmal, bin ich tatsächlich out of Fragen von euch. Wir sind auch fast an der Zeitgrenze. Gut, die hätten wir wahrscheinlich im Zweifel auch um eine Minute überschritten. Das wäre, glaube ich, kein Problem gewesen. An dieser Stelle möchte ich mich dann zum einen natürlich bei Christian bedanken, dass du hier bist, und auch bei euch allen, die jetzt heute dabei waren und uns reichhaltig Fragen gestellt haben, sodass wir jetzt fast eine Stunde lang mit euch über dieses Thema sprechen konnten, was mir richtig viel Spaß gemacht hat. Ich glaube, wir haben hoffentlich einige Fragen beantworten können. Wir haben auch noch was gelernt, was wir mitnehmen können, um besser zu werden, um uns auch nochmal weiterzuentwickeln. Also auch danke für euer Feedback an der Stelle. Das ist immer super, super hilfreich. Und ja, aus meiner Sicht bleibt mir damit zu sagen, vielen, vielen Dank allen hier und euch auch noch einen wunderschönen Start oder eine wunderschöne weitere Woche. Vielen Dank, wünsche ich auch. Danke, dass ich dabei sein durfte. Und David, hat Spaß gemacht. Ja. Testet fleißig und gebt uns Rückmeldung. Ich kann jetzt versprechen, das Erste, was ich machen werde, ist, wir werden jetzt mit den Entwicklern uns angucken, wieso das auf einem Projekt zugeordnet wird und da schauen, ob das Sinn macht oder nicht. Und dann, wenn es besser geht, es besser machen. Durch euer Feedback, vielen Dank. Einen schönen Start in den Dienstag oder in die Mittagspause später. Ja, perfekt. Dann super, danke dir auch. Und ja, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Und bis zum nächsten Mal euch und dir. Vielen Dank. Ciao. Tschüss.